Mein Name ist Rainer Rump und ich bin Projektleiter des BMW i8 Roadster. Wir befinden uns jetzt hier auf der ersten Fahrt in einem ungetarnten Fahrzeug. Der i8 ist als Roadster und als Coupé ein Plug-in-Hybrid mit der elektrischen angetriebenen Vorderachse und einem Verbrennungsmotor mit 170 Kilowatt auf der Hinterachse. Das heißt, man kann elektrisch fahren, man kann damit lautlos dahin gleiten, aber auch zügig anfahren und man kann auch den Elektromotor zum Boosten des Verbrennungsmotors verwenden, was dazu führt, dass wir sportliche Fahrleistungen haben in dem Fahrzeug. Wir warten jetzt mal, bis die Ampel grün wird und dann werden wir das gleich mal ausprobieren. Das Verdeck ist ein elektrisch betätigtes Softtop, was insofern zu der Philosophie des Elektrofahrzeugs hervorragend dazu passt und kann bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer betätigt werden. Dabei öffnet und schließt es in nur 15 Sekunden. Und nach dem Schließen der Fenster fährt die Heckscheibe, die versenkbar ist, in die sogenannte Komfortposition, die das Optimum in Sachen Aeroakustik und Verwirbelungen im Innenraum darstellt. Diese Position kann aber dann überdrückt werden, indem in dem Schalter im Windlauf jede beliebige Position eingestellt werden kann. Dabei gibt es eine sogenannte Stop-Over-Funktion beim Schließen, sodass die Scheibe wieder in der Komfortposition zum Stehen kommt, bevor ein zweites Betätigen des Schalters dann jede andere Position möglich macht. Und auch das Schließen des Verdecks erfolgt wieder im Bereich von 50 km/h in eben diesen 15 Sekunden. Und das reicht, um in einer Autobahnauffahrt beim Auffahren oder beim Verlassen der Autobahn den Verdeckmodus zu wechseln und danach wieder zügig weiterzufahren. Eines meiner persönlichen Lieblingsfeature beim i8 Roadster, aber jetzt auch beim i8 Coupé, ist es, dass man die Sportlichkeit des Antriebsstranges jetzt auch sehen kann. Nämlich durch eine Sportanzeige, die dann kommt, wenn ich aus dem D-Mode durch Umlegen des Hebels in den S-Mode gehe und dann einmal manuell hochschalte, entweder mit den Schaltwippen oder mit dem Schalthebel. Dann erscheint vor mir die Sportanzeige. So, jetzt geht's in die Stadt. Was mich immer wieder beim i8 begeistert, ist, dass es ein Fahrzeug ist, was überall positiv aufgenommen wird. Sein futuristisches Design in Verbindung mit dem umweltschonenden elektrischen Fahren findet überall Zuspruch. Projektleiter in der Autoindustrie zu sein, ist für mich die beste Aufgabe, die man haben kann. Und wenn man das noch mit einem Fahrzeug wie dem i8 Roadster machen kann, und da drüber 2,5 Jahre Entwicklungszeit mit einem tollen Team verbringen kann, ist das ein besonderes Erlebnis. Das leise Dahingleiten in einem offenen elektrischen Fahrzeug soll natürlich auch nicht gestört werden durch irgendwelche Nebengeräusche. Da erlebt man natürlich im Laufe einer Entwicklung auch so einiges. Wir hatten beispielsweise ein Geräusch, was sich bei den ersten Prototypen bei ungefähr 60 Stundenkilometer eingestellt hat, was die Kollegen Spratzeln getauft haben. Wir fanden dann raus, dass es der Wind war, der sich in dem Lautsprechergitter hier hinten von dem Mittel- und Hochtöner gefangen hatte. Und die Kollegen machten sich dann auf den Weg, mit sehr einfallsreichen Methoden der Sache Herr zu werden. Und ein Kollege nähte sogar abends zu Hause in seiner privaten Werkstatt ein Cover, was wir dann darüber gemacht haben. Und so entstand jetzt dieser Textilbezug an den Lautsprechern, der dieses Spratzeln verhindert und der den Genuss des elektrischen Dahingleitens so richtig zur Wirkung kommen lässt. Ja, das waren also die ersten Fahreindrücke mit dem neuen BMW i8 Roadster. Im Moment noch hier in München, dann bald bei der Presseveranstaltung auf Mallorca, wo Sie sich von all den Eindrücken selber ein Bild machen können.
und wo wir uns dann wiedersehen werden. Ich freue mich drauf.